Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Es war einmal und vor noch gar nicht so langer Zeit ein gewisser Emanuel Borowski, Erfinder seines Zeichens, wohnhaft in London, ohne feste Adresse. Der ging eines Tages auf die Grand Caymans in der Karibik, damals noch ein Steuerparadies, um sich eine Firma zu kaufen. Diese eingetragene Handelsgesellschaft sollte ihm den rechtlichen Rahmen für Entwurf, Finanzierung, Produktion und Vertrieb seines neuen Projekts verschaffen. Vorhall der Dinge, die da kommen sollten. Seine Zukunftsvision: ein Supercomputer, der programmiert war, sämtliche Weltprobleme in leidlich korrekte Fragestellungen zu fassen und leidlich korrekte Lösungen für sie anzubieten. Als da waren Armut, Unwissenheit, Aggressivität, Analphabetentum, Sklaverei, Grausamkeit als Selbstzweck, Rassenhass, religiöser Fanatismus, politischer Terror, angeborene Habgier und raffinierte Beschränktheit. Wobei die Reihenfolge nicht zwingend war. Die Idee dieser Erlösungsmaschine, wie er sein neues Projekt mit einem Anflug von Selbstironie nannte, tickte in seinem Kopf vor sich hin, zu auf das letztendliche Heil der Menschheit. Was wir hier hören, ist das akustische Widerbild eines Tagtraums so alt wie die Berge. Das Unlösbare zu lösen, das Krumme gerad zu machen. Und alles durch den Fingerdruck auf ein paar Tasten. Trotz aller geschichtlichen Gegenbeweise war Emanuel Borowski davon überzeugt, dass die Menschheit nach dem Überleben strebe und nicht nach der Selbstzerstörung und dass ihr darin auch der Erfolg winke. Allerdings nur unter der Bedingung, dass alle Entscheidungsgewalt, das menschliche Leben auf Erden betreffend, dem Menschen selbst aus den Händen genommen und in die einer allmächtigen, universellen, göttlichen Macht zurückgelegt wurde, die dann die Entscheidung traf, ihre ureigene Schöpfung, der nichtmenschlichen, jedoch übermenschlichen Intelligenz eines künstlichen Gehirns anzuvertrauen. Eine ingeniöse Idee. Leider verkümmerte unter dieser mystischen Science-Fiction-Theologie Emanuel Borowskis ohnehin nicht hochentwickelter Geschäftssinn. Erstens machte er sich nicht die Mühe, das Kleingedruckte auf dem Vertrag zu lesen, den er unter Aufbietung seiner letzten finanziellen Kräfte geschlossen hatte. Zum Zweiten hatte die Firma, so stand es im Kleingedruckten, ausschließlich das Recht, mit Krokodilleder zu handeln und sonst wenig mehr. Drittens war er nun total blank und besaß nicht einmal mehr die Rückfahrkarte nach London. Er war in einer Weltgegend gestrandet, weit weg von London und Paris, von Berlin und Zürich, von Rom und Stockholm, New York und Wien, Tokio und Jerusalem. Ein Weltenbummler, eingesperrt in eine Hütte von 1,80 x 1,80 am Fuß eines Gartens, der zum Palace Hotel gehörte, das weder das eine noch das andere war. Die Außenmauern waren schichtweise von grünem und schwarzem Schimmel bedeckt. Einst hatte es Barneys Zuflucht geheißen, nach einem schottischen Eisenbahnräuber, der sich diese viktorianische Luxusvilla ans Meer gebaut hatte.
Jetzt gehörte das Palace Australia Malone und ihrer ausgedehnten Verwandtschaft. Australia Malone, sie weckte in ihm immer die Vorstellung von dickem, leckerem Schokoladenkuchen, hatte ihn sofort im Augenblick seiner Ankunft unter ihre Fittiche genommen, wenn auch nicht ganz ohne schlimme Vorahnung. Als ihren höchst eigenen, verlorenen Sohn, der endlich heimgefunden hatte. Ein Fußweg aus Betonplatten verband das Haupthaus mit Emanuels Hütte, überwuchert von Bougainvillea und Kaktusgestrüpp. Die Hütte besaß ein einziges Fenster zur Hauptstraße hinaus, das sich nicht öffnen ließ, und zum Meer hin eine Tür, die er niemals schloss. Ein von zwei Holzbalken getragener, strohgedeckter Dachvorsprung spendete Schatten für einen kleinen Tisch und zwei Stühle. Borowski verbrachte seine Nächte damit, gegen Mücken und Moskitos zu kämpfen und die Schakale und Hyänen heulen zu hören. Seine Tagesbeschäftigung bestand darin, aufs blaue Wasser hinauszustarren und in die hochwiegenden grünen Palmen und in seinem Kopf den Klängen der Dinge zu lauschen, die da kommen sollten, und den kreischenden Seevögeln in seinem Ohr, den tuckernden Dampfern und dem Lied der Schiffssirene. Sie besuchen will. Wer ist es denn? Weiß ich nicht. Er sagt, er ist ein Finger. Was für ein Finger? Bitten Sie ihn, hier runterzukommen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie derart überfalle, unangemeldet. Sie kennen mich nicht. Mein Name ist Elim Finger. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Ich befinde mich auf einer Reise durch den hiesigen Weltteil und da hat mich Ihr Bruder, der ein alter Klient von mir ist, gebeten, Ihnen doch guten Tag zu sagen und dies hier zu geben. Danke. Ein Flugticket nach London. Es ist dringend, glaube ich. Ja, ich fürchte, er braucht Sie. Das sieht Boris aber gar nicht ähnlich, ganz und gar nicht ähnlich. Normalerweise bin ich es, der ihn braucht. Nicht umgekehrt. Ich weiß. Er hat mir eine Menge von Ihnen erzählt. Sie sind der Erfinder, nicht wahr? Arbeiten an einem Lebenswerk, stimmt das? Einem Projekt, das eine größere Finanzierung braucht. Stimmt auffallend. Ein großes, ein sehr großes Unternehmen. In dem Umschlag hier dürfte auch ein größerer Scheck stecken. Ein Scheck über 2000 und ein Ticket. Australia, wir sind wieder reich. Geld, massenhaft. Das ist wirklich sehr nett und auch sehr nützlich. Hier, das ist meine Wirtin und beste Freundin Australia Malone. Ja. Australia, das ist ein guter Freund meines Bruders Boris in London, Mr. Elim Finger, der sich auf einer Reise befindet und so freundlich war, einmal hereinzuschauen. Finger war doch richtig, oder? Nehmen Sie Platz, Mr. Finger. Finger, nicht Finger. Ich schreibe mich mit 2 F. Ah. Ihr Bruder Boris. Tja, ob ich wohl ein kaltes Bier haben könnte? Ich bin zu Fuß heraufgekommen. Die Hitze ist unmenschlich. Wie halten Sie das bloß aus? 2 Bier bitte, Australia. Ja, ja. Ich hole Ihnen das gleich. Ja. Oh, wissen Sie, irgendwie schafft man's, Mr. Finger. Finger. Entschuldigung. Es geht ihm nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Was fehlt ihm denn? Ich fürchte, wenn ich Ihnen das erzähle, werden Sie sich sehr aufregen. Er befindet sich in schlechter Verfassung. Was ist passiert? Ist er krank? Warum habe ich gar nichts mehr von ihm gehört? Wenn er nicht weiß, wo er mich finden kann, wieso haben Sie es dann geschafft? Vielleicht wünscht er nicht einmal, dass ich Ihnen alles erzähle. Ich soll Ihnen lediglich ausrichten, wenn es irgend nur geht, sollten Sie kommen. Auf der Stelle.
Das klingt gar nicht nach Boris. Reden Sie, was ist los? Ein Hund. Boris hasst Hunde. Eben. Sie will einen. Und er nicht. Wer ist sie? Oksana Lieblich. Und wer ist diese Oksana Lieblich? Eine von seinen neuen Freundinnen. Er hat gewöhnlich eine ganze Latte davon. Eine Eskimo. Sie rauchen nicht, wie ich feststelle. Ich rauche 120 pro Tag. 6 Packungen. Jawohl, pro Tag. Die Leute fragen mich dauernd, wie können Sie pro Tag 120 Zigaretten rauchen? Wie geht das? Und ich antworte, weil ich 2 künstliche Lungenflügel habe. So geht das. Tja. Sie ist eine Eskimo. Was denn? Eskimo? Ja. Sie ist durchaus attraktiv, vielleicht sogar schön. Kann ich selber nicht beurteilen. Sie ist nicht mein Typ. Sie hat den mongolischen Gesichtsschnitt. Bis auf die blauen Augen. Blauäugige Eskimos sind sehr selten. Sehr, sehr selten. Glaube ich gerne. Wo hat er sie her? Er hat sie bei einer Party aufgegabelt und mit nach Hause genommen. Ihr gefiel sein nettes, warmes, kuscheliges Nest mit den 10 Zimmern und 3 Badezimmern und dem 2 Morgen großen Garten drumherum. Kann man ihr wohl nicht übernehmen. Ihr gefiel einfach, was sie sah. Und sie blieb da. Und dann? Tja, dann. Als die Flitterwochen vorbei waren, wünschte sie sich als erstes ein Äffchen, dann eine Ziege oder ein Bärenjunges, später ein paar Enten oder ein Lämmchen. Und jetzt besteht sie darauf, dass sie einen Hund haben muss. Boris kann Haustiere nicht ausstehen. Weiß ich. Er sagt, sie geben ihm ein Gefühl von Gefängnis. Oksana gibt ihm ein Gefühl von Sibirien. Offenbar braut sich da etwas zusammen. Sie ist eine sibirische Eskimo im Bezirk Myrny geboren, im nördlichen Polarkreis. Sie ist in einem Bärenjägerkollektiv geboren. Aber ihr Name Oksana Lieblich klingt gar nicht nach Eskimo, oder? Ihr Vater hieß Lieblich. Ihr Vater war ein berühmter Schauspieler am Moskauer Staatstheater, ein richtiger Komiker, der komische Geschichten über Stalin zum Besten gab. Hätte ihn den Kopf kosten können. Er hatte Glück und kriegte nur 7 Jahre Gulag. Bei seiner Entlassung brummten sie ihm 5 weitere Jahre Verbannung aus Moskau auf und da schloss er sich dem Bärenjägerkollektiv Rote Fahne an. Oksana ist das Produkt einer wahrlich seltenen Mischehe. Er war zwar Jude, aber das machte nichts aus in einem Clan, der traditionell an Geister, Dämonen, Zauberei und böse Hexen glaubt. Boris glaubt das jetzt alles auch. Er denkt, sie ist eine von denen und sie haben sie geschickt, ihn zu verhexen. Wie denn zu verhexen? Er hat sie innerhalb einer Woche geheiratet und deshalb glaubte er, es war Hexerei von ihr, dass sie ihn zum Standesamt gekriegt hat. Ach, gehen Sie, Boris war nie verheiratet. Es sieht ihm gar nicht ähnlich, so mir nichts, dir nichts in die Ehe zu rutschen. Sagt er ja selber. Sein ganzes Leben war er Junggeselle. Und da kriegt ihn diese fremde Frau binnen einer Woche vor den Altar. Beweis? Dass sie eine Hexe sein muss. Er wollte nicht, dass jemand davon erfährt. Und ich weiß es auch nur, weil er mich um eine Rechtsauskunft ersuchte. Was für eine Rechtsauskunft denn? Er wollte wissen, ob er als Eigentümer seines Hauses berechtigt ist, sich unerwünschte Haustiere zu verbieten. Nun, ich habe ihm ein paar Fragen gestellt, denen er zunächst ausweichen wollte. Aber dann kam heraus, was ich erwartet hatte. Er besitzt sein Haus gar nicht mehr ganz. Die Hälfte gehört ihr. Er hatte vergessen, den Gütergemeinschaftsvorbehalt geltend zu machen. Aber was für ein Trottel, ist eine Katastrophe. Und jetzt ist es zu spät, wenn ich das richtig sehe. Die Lage ist tatsächlich heikel. Sie ist erst 38, will ein Kind, kann aber aus irgendwelchen Gründen keins bekommen. Und also will sie ein Haustier.
Als seine Gattin hat sie einwandfrei das Recht, sich ein Tier in einem Haus zu halten, das schließlich anteilweise ihr gehört. Armer Bruder. Der Krach von Haustieren treibt ihn zum Wahnsinn. Der einzige Ort, wo es ihm nichts ausmacht, Tiere zu hören und zu sehen, ist im Kino. Da hat er sogar Freude daran, wenn ein brüllender Löwe durch den afrikanischen Busch streicht. Aber nur auf der Leinwand. Ich kann auch gut verstehen, dass er nicht mit ansehen kann, wie Tiere ihren Herren gehorchen müssen. Er hat mal ein ganzes Jahr in Einzelhaft gesessen, in einer Zelle, gerade so groß wie eine Hundehütte. Egal aus was für Gründen. Jedenfalls will sie jetzt einen Hund und er will nicht. Und wenn sie weiter darauf besteht und er weiterhin nicht nachgibt? Und wenn Sie sich die beiden vorstellen, sie sind beide körperlich sehr kräftig, sehr stark. Also dann gibt es eines Tages einen ernsten Zusammenstoß. Einen Mord, meine ich. Ich kann ihn nicht begreifen. Er sollte sie vor die Wahl stellen. Wenn sie ihm den Hund vorzieht und das Haus nicht verlassen will, kann er sich doch leisten, selber auszuziehen. Er kann ihr das Haus schenken und überhaupt alles, was sie will. Wenn er so für die Freiheit ist, sollte er zuerst mal an seine eigene denken. Er ist doch sehr gut betucht. Er kann sich das durchaus leisten, ohne dass ihm was fehlt. Ich frage mich, was da wohl mit ihm schiefgelaufen ist. Was mit ihm schiefgelaufen ist? Warten Sie, bis Sie die beiden zusammen sehen. Kein Hund könnte sich unterwürfiger aufführen als Boris. Er bietet sie an. Er ist förmlich besessen, kann ohne sie nicht leben, nennt sie mein endgültiges Schicksal. Ein ernster Fall. Ich schlage vor, Sie fliegen hin und holen seinen Verstand aus diesen blödsinnigen und lächerlichen häuslichen Querelen heraus. Entweder schaffen Sie es, ihn zu retten, ihm Hilfe zu bringen in seinem Elend, oder er bringt die Frau und dann sie selbst womöglich um. Oder bloß sie. Oder bloß sich selber. Ja, oder mich, wenn ich meine Nase in seine Angelegenheiten stecke. Oder sie. Und das alles wegen einem Hund. Das nun auch wieder nicht. Es geht nie bloß um den Hund. Es geht um den Hund als Prinzip. Kann Boris überhaupt noch bestimmen, was er will und was er nicht will? Oder hat er die Entscheidungsfreiheit für sein Leben verloren? Und seien wir ihr gegenüber doch auch gerecht. Sie hat keine Kinder, einen starken Mutterinstinkt. Sie fühlt sich ein bisschen einsam und allein in dem neuen Land und außerdem hat sie gesetzliche Rechte. Warum sollte sie seinen Phobien nachgeben? Bloß, weil er das Glück hatte, vor rund 30 Jahren lebend wieder aus den Lagern zu kommen? Den meisten war das nicht beschieden. Er hat einen Knacks weg. Er lebt mit Vorliebe in der Vergangenheit. Wenn ich nicht in meiner Vergangenheit leben kann, sagt er, was soll ich mich dann mit der Gegenwart plagen? Und was die Zukunft betrifft, was schon in der Vergangenheit schlecht war und jetzt die reine Pleite ist, kann in Zukunft bloß noch viel, sehr viel schlimmer werden. So war er immer schon. Ein geborener Pessimist. Es liegt bei uns in der Familie. Aber Gott sei Dank sind wir beide da verschieden. Wir sind praktisch Gegensätze. Ich habe immer geglaubt und glaube es noch, dass alles nur besser werden kann, nie schlechter. Er nennt mich ein naives Unschuldslamm, aber ich glaube daran, dass es Fortschritt gibt. Er selber hält sich für einen Pragmatiker, sagt, dass er bloß darum Arzt geworden ist, um ein bisschen Leben zu retten, obwohl das letzten Endes doch für die Katze ist, seinen Worten nach. Das Ethos eines Pessimisten. Ich glaube nicht nur, dass es dank der Wasserstoffbombe keine Weltkriege mehr geben kann. Ich glaube sogar, dass der Friede eine neue Verbraucherphilosophie inaugurieren wird, die schlechthin revolutionär sein dürfte. Die Preise werden stürzen und die Lebenskosten so billig werden, wie das Leben selber es ist. Dass das Leben auch dann billig ist, wenn seine Kosten hoch sind, das gehört zu den verwirrenden ökonomischen Rätseln, die ich zu lösen versuche. Vertagen Sie mal Ihre philosophischen Spekulationen. Die Welt kann ruhig noch ein bisschen warten. Ich zweifle aber, ob Boris das kann. Hoffentlich stört es Sie nicht, dass ich Ihnen so unumwunden die Wahrheit gesagt habe, aber deswegen bin ich ja hergekommen, um Ihnen die Wahrheit zu erzählen. Und Sie meinen, die müsste ich wissen? Wissen müssen Sie, dass Ihr Flugzeug in genau 2 Stunden und 12 Minuten geht.
Und so viel dürfte Ihnen aus dem, was ich Ihnen erzählt habe, aufgegangen sein. Ihre Fantasien von globalen Problemlösungen sind ein Kinderspiel, verglichen mit der wirklichen Bredouille, in der Ihr Bruder steckt. Mr. Emanuel! Mr. Emanuel! Ja, Australia, hier bin ich! Er stand gar nicht vom Stuhl auf. Er drehte sich darauf nur einen Augenblick herum, um zu sehen, warum Australia nach ihm rief. Und als er den Kopf zurückwandte, hatte sein Besucher sich einfach in Luft aufgelöst. Mr. Emanuel, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber das Bier muss uns ausgegangen sein. Ich dachte, es wäre noch ein ganzer Kasten da. Wo zum Teufel ist denn der geblieben? Wer? Er, der Mann, mit dem ich gerade gesprochen habe. Ich habe niemanden gesehen, Mr. Emanuel. Sie haben ihn doch selber hergebracht. Bitte, er hat mir einen Umschlag mitgebracht mit einem Ticket und einem Scheck. Hier. Wir haben uns eine Weile unterhalten und jetzt ist er plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe meine Sinne durchaus noch beisammen. Ich bin bei Verstand, ob Sie es nun glauben oder nicht. Ich habe mich mit einem Mann unterhalten, der urplötzlich verschwunden ist. Einfach so. Das kann doch nicht die Hitze sein, Australia. Ich kann doch nicht plötzlich einen Knall gekriegt haben. Das Radio sagt, es sind 36 Grad im Schatten und es soll noch schlimmer werden. Mir ist egal, was das Radio sagt. Ich habe ja eben mit einem Mann gesprochen, einem Mr. Elim Finger, Freund meines Bruders. Einem allerdings etwas seltsamen Kunden, wie ich zugeben muss. Sind Ihnen seine Augen aufgefallen? Augen wie eine Eidechse, verschlagener Blick. Trau ihm nicht ganz. Aber Tatsachen sind Tatsachen. Er hat mir erzählt, Boris wäre verheiratet und hätte Schwierigkeiten wegen einem Haustier. Ich weiß, das klingt alles lächerlich, aber ich habe mit ihm gesprochen. Wenn das so ist, dann ist das so. Sie riefen nach mir. Ich drehte mich um und als ich den Kopf zurückbog, war er verschwunden. Sie haben bestimmt niemand weggehen sehen zur Hauptstraße rauf. Könnte die Abkürzung genommen haben. Er kann auch zum Schwimmen gegangen sein. Und ist rausgeschwommen und kommt wieder. Bitte, Australia, dafür bin ich jetzt nicht in der Stimmung. Nehmen Sie mich nicht auf den Arm. Ich schwöre bei Gott, dass ich mich mit diesem Mann gerade fast eine Stunde unterhalten habe. Und Sie sind sicher, dass Sie nicht mit sich selber gesprochen haben? Ich schwöre es Ihnen, ich habe nicht mit mir selber gesprochen. Mr. Finger! Mr. Finger! Mr. Emanuel! Wo stecken Sie? Es ist Siesta-Zeit. Sie werden die Nachbarn aufwecken. Finger! Um Gottes Willen, zeigen Sie sich! Wo sind Sie? Hat er Ihnen wirklich ein Ticket nach London mitgebracht? Ja, und einen Scheck. Hier, beides da. Scheck und Ticket. Und wann steht da, müssen Sie am Flughafen sein? Jetzt. Müsst auf der Stelle aufbrechen. Dann will ich Ihnen packen helfen. Was ist mit der Miete und dem Übrigen, was ich Ihnen schulde? Zu spät, jetzt den Scheck einzulösen. Sehen Sie nur zu, dass Sie Ihre Maschine nicht verpassen. Auf das Geld kann ich schon noch ein bisschen warten und ich weiß, Sie werden es mir dann sofort schicken. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Ich werde Sie bestimmt vermissen. Aber ich weiß ja, Sie kommen wieder. Australia, ich fliege nicht. Wenn ich mich in Boris' Privatleben mische, gibt's vielleicht Stunk, den ich mir dann selber zuzuschreiben habe. Viel kitzeliger kann's für Sie kaum werden, als wenn Sie hier weiter so rumhocken. Die Leute von nebenan beschweren sich schon, dass sie nicht mehr schlafen können, weil sie die ganze Nacht bis zur Dämmerung mit sich selber herumschreien. Aber das ist eine Lüge. Und Sie wissen das genau. Eine Verleumdung ist das. Ich schreie nicht. Und ich rede nicht mit mir selber. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Noch nie. Es ist ja auch noch nie derart heiß gewesen im März. Seit Menschen gedenken nicht. Regen Sie sich nicht auf. Dass einem die Hitze das Hirn verwirrt, das passiert andauernd. Sehen Sie mal in die Luft. Sie bewegt sich und wechselt. Sie tanzt und flirrt. Sie wogt und zittert. Nichts sieht beständig darin aus. Alles scheint zu schmelzen.
und sich zu verändern und wieder zu schmelzen. Eine Hitze ist das. Sie wollen sagen, es könnte alles eine Spiegelung sein. Eine Halluzination. Vielleicht. Daran habe ich noch nicht gedacht. Sehen Sie es ruhig mal so, Mr. Emanuel. Alles nur das, was man so eine Spiegelung nennt. Wir werden Sie vermissen. Wir werden Sie sehr vermissen. Ohne Sie wird es hier sehr still werden. Wer weiß, wie lange es braucht, sich wieder daran zu gewöhnen. Von Australias Hütte an der Waterkant eines überheizten tropischen Paradieses bis zum Gartenschuppen seines Bruders auf dem frostig kühlen und feuchten Rasen vor dessen Luxusvilla in Hampstead schien es nur ein Katzensprung zu sein. Im Handumdrehen hatte sich Emanuel inmitten von tausende Pfund teuren elektronischen Gerätschaften installiert. Boris bezahlte großzügig alles, sehr angetan davon, dass er sich in einem feindlichen, von seiner Königin der Nacht regierten Universum nicht mehr allein wusste. Schlicht gesagt, zwischen seinen häufigen, anfallartig auftretenden Kämpfen mit Oksanas mütterlicher Begeisterung für ein Haustier, die manchmal, wenn auch nicht immer, in einer leidenschaftlichen Umarmung endeten, hatte er nun jemanden, den er jederzeit aufsuchen konnte, jemanden, der weiterhin unablässig mit sich selber sprach. Emanuel war umgeben von Instrumenten, Ersatzteilen, audiovisuellem Gerät und verschiedensten Computern und wurde nicht müde, bei seinen glückseligen Spielereien mit Buchstaben, Zahlen und Diagrammen. Fraglos war er jetzt hinreichend geübt und auch großzügig ausgerüstet, um die Geheimcodes einer Vielzahl globaler Datenbanken zu knacken. Innerhalb von 2 Wochen hat er aus Regierungsarchiven, militärischen Kommandozentralen, den größeren Aktienbörsen und den Verschlusssachen-Depots der Kabinette genügend streng geheimes Informationsmaterial beisammen, um sich imstande zu fühlen, Politik und Wirtschaft von West und Ost und Nord und Süd auf der Stelle oder doch bei Belieben demnächst vollauf zu kontrollieren. Boris hatte seine Freude daran, seinem im Gartenhaus sicher installierten Bruder zuzusehen, wie er mit seinen schönen Sachen spielte. Und Sorgen machte er sich um ihn nur, angesichts des Umstands, dass jener sich weiterhin immerzu mit einem unsichtbaren Mr. Elim Finger unterhielt. Hinsichtlich dieses seines Phantoms ließ Emanuel gelegentlich durchblicken, dass es sich um den verborgenen Messias handle, der sich eines Tages in Bälde schon in seiner ganzen Herrlichkeit als der leuchtende Leitstern Gottes selbst manifestieren werde. Ja, komm rein! Ja, du willst sicher wissen, was ich von Oksana halte. Oder soll ich dir nur erzählen, was du von mir über sie hören willst? Ich kann dich kaum verstehen. Sei doch so gut und dreh den Krach ein bisschen leiser. Wie wär's zur Abwechslung mal mit etwas Musik? Ich kann dir nur meine Musik vorspielen. Göttliche Musik aus einem göttlichen Zeitalter, bevor Europa selbst noch beginnt. Na, wenn du darauf bestehst, Hauptsache, du stellst diese gefälschten Töne ab. Also, wenn du mich fragst, sie ist eine manisch-depressive, schizophren-psychotische Xantippe. Aber ich kenne sie ja kaum und muss meine Ansicht eventuell ändern, wenn ich sie besser kenne und sich herausstellt, dass ich sie zu milde beurteilt habe. Am Ende macht sie, was ihr passt und nimmt sich, was sie will. Und richtet mich zugrunde. Und weil du dir in der Rolle des Opfers auch noch gefällst, verdienst du es gar nicht anders. Ich habe nicht mehr die Kraft, weiterzukämpfen. Ich war in dem Moment schon verloren, wo ich sie sah. Ich wusste genau, sie war Gift für mich. Und in derselben Sekunde ging mir auf, gerade weil sie Gift für mich ist, ist sie die Richtige. Ich habe sie verdient. Sie ist mir gesandt worden, um alles einzutreiben.
dass ich für meine Sünden schuldig bin. Von was für Sünden redest du da? Hast du nicht mit 2 Jahren Arbeitslager genug bezahlt? Ja. Haben die Deutschen dich deine Hauptsünden nicht abbüßen lassen und die Russen den Rest? Ich meine nicht die Sünden, die der wehrlose Niemand begangen hat, der Ausgestoßene, das Freiwild, als Jagdzeit war und jeder freie Bahn hatte. Ich denke an meine anderen Sünden, als Wüstling, der einer Frau nach der anderen das Herz gebrochen hat, immerzu in Eile zur nächsten zu kommen. Mein lieber Bruder, du hast längst nicht so viele Herzen gebrochen wie Versprechen. Haben wir alle, die wir überleben konnten, uns im Innern nicht einen Eid geschworen, den Rest unseres Lebens sollten wir nur lebendig herauskommen, der Aufgabe zu weihen, an einer besseren und vernünftigeren Welt zu arbeiten. Deswegen denkst du, dass du so vielen Frauen das Herz gebrochen hast. Du hast nichts weiter gebrochen als deine Gelübde. Emanuel, Manni, ich habe ein reines Gewissen, das schwöre ich. Ich rette den Leuten das Leben, wann immer ich kann. Aber ich kann mich selber nicht vor einem Ungeheuer retten. Und du, der alleine kaum über die Runden kommt, willst dich um das ganze Universum kümmern. Werd doch endlich mal erwachsen. Und? Was ist dann? Dann wirst du sein wie ich. Ein erwachsener Idiot in mittleren Jahren, der sich wie ein Primaner verliebt hat. Zum ersten Mal in meinem Leben. Manni. Nie, niemals im Leben hätte ich mir träumen lassen, dass so ein Wahnsinn über mich kommen würde. Boris, wir müssen was tun. Dies alles gibt keinen Sinn. Natürlich gibt es keinen Sinn. So eine Liebe, so eine heillose Vernarrtheit hat noch nie einen Sinn ergeben. Und wird's auch nie. Ist so sinnvoll, wie wenn man der Sonne beim Aufgehen zusieht. So sinnvoll wie das Grübeln darüber, wie alt wohl Adam war, als Gott ihm aus seiner Rippe ein Weib schuf, als Gefährtin, die um ihn sei. Er schuf sie als Lilith, nicht als Eva, als Dämonin, nicht als Weib. Die Liebe ist für mich eine Garotte. Ich ersticke, also bin ich. So bist du noch nie gewesen. Pschakref, Cholera. Sieh sie dir an, gerade zurück von ihrem Spaziergang mit Mann und Hund. Stell die Musik ab. Wir sehen uns an, was sie jetzt wieder im Schilde flammt. Ich wette, mit dir so eine Verrücktheit wie ihre, die kannst selbst du nicht erfinden. Meinst du? Platz, Anderkock, Platz! Gib ab, Boris. Dies ist übrigens Mr. Gregor Edelweiß, praktisch unser Nachbar. Er wohnt in der Platz Lane. Und dies ist mein Mann, Dr. Boris Borowski. Sehr und sehr sein angenehm. Bruder, Emanuel Borowski. Das ist der Erfinder, den ich schon erwähnt habe. Sehr angenehm. Und dies ist ein Zauberhund. Er heißt Angerkok. So ist es. Und wisst ihr auch, wer dieser Angerkok ist? Keine Ahnung. Sein Urgroßvater war nämlich der Kurku, der meinem Schwager Juri gehört hat, dem, der mit meiner jüngsten Schwester Lusha verheiratet war. So ein Zufall. Das bringt Glück. Erinnerst du dich? Ich habe dir von dem Hund erzählt, der unserem Tierarzt die Nase abgebissen hat, als er ihm eine Spritze gegen Tollwut gab. Was? Ich habe dir die Geschichte erzählt, aber du hast sie natürlich vergessen. Jedenfalls, dieser wunderschöne Hund, seht euch die Augen an, hellblau wie der Frühlingshimmel. Also er ist praktisch ein Verwandter von mir. Das haben wir rausgekriegt. Stimmt's, Mr. Edelweiß? Ja, so ist es. Mr. Edelweiß und seine Frau gehen für ein Jahr nach Australien. Ja, um meine Tochter Clara zu besuchen, die gerade eine Tochter bekommen hat. Ja, er will sein Enkelkind besuchen und das arme Tier müsste ins Tierheim. Aber ich habe vorgeschlagen, da wir doch einen großen Garten haben und ein großes Haus. Angerkok, Mataratik, alla Kakemerit, Jurlaia, Kermiteku. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Warten Sie noch. Wir müssen jetzt los. Komm, mein Junge. Ja, nun komm schon. Also, er kennt sie ganz gewiss. Nun, ein andermal. Ja. Gehen wir nach drinnen, es fängt an zu regnen. Ach, er tut mir ja
mir so leid, dass ich heulen könnte. Es ist, wie wenn einem ein Freund begegnet. Nein, eigentlich mehr als ein Freund. Wie wenn einem der eigene Bruder entgegentritt. Ja, ja. Gerade wenn man ihn am nötigsten braucht. Ja, was zu trinken? Ja. Er ist verloren. Total verloren. Und immer an der Leine. Also, solange er an der Leine bleibt, kann er ja nicht verloren gehen. Und bei diesem Stammbaum dürfte er in Kürze auch Schwierigkeiten mit dem Gesetz bekommen. Hängt natürlich davon ab, wen er beißt. Das Gesetz, das Gericht, die Polizei, immer das Gesetz. Ein Gesetz für alles und jedes. Ich werde krank, wenn ich das höre. Nicht einmal ein Hund ist frei in eurem freien Westen. Aber die einzigen Wesen, die sich wirklich über nichts zu beklagen haben in diesem Land, sind die Hunde, Oksana. Die Hunde sind die einzige geschützte Art. Das kannst du mir glauben. Aber wechseln wir das Thema. Tun wir mal einen Moment so, als wären wir zivilisierte Menschen. Komm. Können uns doch nicht in seiner Gegenwart in die Haare geraten. Emanuel ist gerade erst angekommen. Reden wir doch von anderen Dingen. Bitte. Danke. Also, worüber wollen wir sprechen? Ich kenne dich inzwischen. Und es wird Zeit, dass auch dein Bruder erfährt, wie du wirklich bist. Du halt den Mund. Halt du den Mund. Ich sage, halt den Mund. Und ich sage, halt du zuerst den Mund. So spricht er zu einer Dame. Findest du es zivilisiert, zu einer Dame halt den Mund zu sagen? Also halt den Mund oder ich verliere die Geduld. Und dann garantiere ich für nichts. Ich lasse euch jetzt besser. Nein, du bleibst hier. Nein, du bleibst da, Ich will, dass du mein Zeuge bist. Also, was willst du machen? Du siehst, ich halte den Mund nicht. Und ich werde ihn nie halten. Mein kleiner Boris wird gar nichts machen. Denn meinem kleinen Boris fehlt... Du weißt schon was. Mein kleiner Boris ist eine Galupka. Das ist's, was du bist, mein kleiner Boris. Eine Galupka. Und was ist eine Galupka, wenn ich fragen darf? Der Ausdruck ist neu für mich. Du hörst, wie sie mit mir redet. Meine Cholera. Eine Galupka ist eine Galupka. Und du bist eine Galupka. Und es ist ganz egal, ob einer weiß, was das ist. Ich weiß es. Die übrige Welt weiß es auch. Und das genügt. Also beruhige dich, Oksana. Bitte, trink was. Komm, beruhige dich. Wir haben einen Gast. Bitte. Oh, und nun, dein Gast soll selber sehen, was du mit mir machst, wenn ich den Mund nicht halte. Und weißt du warum, Emanuel? Ich will dir sagen, warum. Bitte halte den Mund. Nicht einmal, wenn du auf den Knien angekrochen kommst. Ich sage, was mir passt. Lass mich's dir erklären, Manuel. Mit 7 konnte ich schon einen Elch in der Falle fangen. Mit 12 haben wir mit Bärenjungen gerauft. Mit 14 habe ich mein erstes Rentier erlegt. Oksana, Schätzchen, das reicht aber jetzt. Oksana, Schätzchen. Ach, hör doch auf mit dem albernen Schätzchengetue. Reiß dich zusammen, sei ein Mann. Sag mir, was du zu sagen hast. Ach, fahr zur Hölle. Boris, lass mich jetzt bitte raus hier. Ja. Ich würde dich herauslassen, aber sie hat einen Schlüssel. Wie zur Hölle soll ich fahren? Würd's ja gerne tun. Aber was soll das bringen, wenn ich dich da gleich wieder treffen muss? Oksana, bitte. Hör jetzt auf damit. Was willst du eigentlich von meinem Leben, Weib? Gebe dir alles, was du willst. Du musst nur sagen, was du willst. Du hast es nicht. Du hast nicht, was ich will. Oksana, bitte, klag mich nicht an und klag auch dich selber nicht an. Hier ist niemand zu verklagen. Wir haben alle Ärzte aufgesucht, die du konsultieren wolltest. Wir sind bei sämtlichen Quacksalbern, sämtlichen Schamanen und Gurus und Heilern gewesen, die dir nur einfielen. Und sie haben alle festgestellt, dass es theoretisch zwar möglich, aber zu 95% unwahrscheinlich ist, dass du schwanger wirst. Klag Gott dafür an, aber nicht dich selber oder mich. Oh Gott, ich kann keine Frau sein, wenn ich keine Mutter sein kann.
Bloß eine Galubka. Ein Vogel mit gestutzten Flügeln wird jemanden lieben wie mich. Roxana, mein Schätzchen. Ich kann wohl nie das Richtige sagen oder tun. Ach, Borischku, mein Schätzchen. Ja. Ich will dir die Wahrheit sagen. Ich hab dir nur was vorgemacht. Ich will diesen Ankerkock gar nicht. Unser Haus ist zu warm für einen sibirischen Eskimo-Hund. Er würde nur noch mehr leiden und er sieht schon jetzt so traurig aus. Ich wollte nur dein Gesicht sehen. Ich hab dir was vorgemacht. Borischku. Borischku, ich will gar nichts weiter als ein klitzekleines, weiches Wollknäuelchen, das kaum 6 Monate alt ist. 6 Monate ist nicht klitzeklein, nicht bei einem Hund. Borischku, warum hast du mich nur so? Warte, sag's mir noch nicht. Warte noch, erst will ich die Tür aufschließen. Oh ja, danke. Ich gehe, Roxana. Danke. Weil, warum? Du weißt warum, weil ich dich einfach liebe. Das ist verrückt, ich weiß es. Ich weiß auch, du denkst, ich bin verrückt. Warum hast du, was ich liebe? Warum hast du Hunde? Aber ich hasse Hunde ja gar nicht. Ich hasse kein Geschöpf. Aber es ist etwas anderes, sie ins eigene Haus zu nehmen. Boris, wenn du mich richtig und ehrlich liebst, dann wirst du auch Josh Brown lieben. Josh Brown? So heißt er. Josh Brown. Er hat 2 Namen, Gott weiß wieso. Und eigentlich kann man ihn gar nicht als Hund bezeichnen. Er ist mehr wie ein kuscheliger Bär und so hübsch. Dir wird das Herz aufgehen, wenn du ihm zusiehst, wie er sich am Leben freut. Er hat diesen allerliebsten, kleinen, ungezogenen, fröhlichen Blick in seinen Augen. Ich höre, was du sagst. Es klingt schlimm für mein Herz. Aber wenn du willst, dass ich ernst bin, dann will ich dir denn noch einmal sagen, was du längst weißt. Ich wünsche dich nicht, mit irgendwas oder irgendwem zu teilen. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Bring mir einen Hund ins Haus und ich weiß nicht, was passieren wird. Boris, gar nichts wird passieren. Du wirst ihn lieben. Das ist alles, was passieren wird. Und du wirst dir wie ein Narr vorkommen, weil du dir das Vergnügen immer versagt hast. Warum versuchst du es nicht einmal? Versuch's doch mal. Für, sagen wir, 1 Monat, länger nicht. Wenn er sich nicht anständig aufführt, werde ich ihm Manieren beibringen. Ich werde ihn fernhalten von dir, ihm abgewöhnen, an dir hochzuspringen, dir das Gesicht zu lecken, weil ich weiß, dass dir das verhasst ist. Ich werde mit ihm spazieren gehen. Du brauchst nie mit. Das verspreche ich dir. Nie darf er in die Nähe von unserem Bett. Er schläft in der Küche in seinem Korb. Natürlich mache auch ich alles sauber, was er anstellt. Ich sprühe das ganze Haus mit Chanel Nummer 5 aus. Das wird riechen wie dein Lieblingspuff in Marseille, von dem du mir so viel erzählt hast. Alles, was du sagst. Alles. Nur bitte lass es uns versuchen. Boris, wir können so nicht weitermachen. Sonst kriegen wir beide noch einen Nervenzusammenbruch. Ach, du glaubst, wir sind noch imstande, einen Nervenzusammenbruch zu kriegen? Ich dachte, dieses Stadium hätten wir längst hinter uns. Aber na, also, gut. Ich weiß ja nicht, was da über mich kommt, aber ja. Warum eigentlich nicht? Lass mich einfach aus dem Spiel und tu, was du nicht lassen kannst. Oh, mein wunderbarer, wunderbarer Mann. Ich wusste es. Heute früh schon hatte ich das Gefühl, schon bevor ich aufstand und erst recht schon bevor ich diesen Verwandten von zu Hause traf. Och, heute ist der wunderbarste Tag in meinem Leben. Die Dinge kamen zusammen, wie das I Ching, das chinesische Schicksalsbuch, es ausdrücken würde. Und zwar weit rascher als vorausgesehen. Obwohl weder Emanuel noch Roxana begreifen konnten, was über Boris gekommen war, glomm in seinen halbgeschlossenen Augen so etwas wie ein matter Schimmer,
totaler Resignation im Angesicht der Macht des Schicksals. Als Oksana mit einem in ein wollenes Kopftuch gewickelten Bündel heimgekehrt war und es auf dem Küchentisch geöffnet hatte und dies Spielzeug auf Beinen mit dem Schwänzchen wedelte und seiner neuen Herrin das Gesicht leckte, trat ein ganz fremdartiger Ausdruck in Boris Borowskis Züge. Er schloss die Augen zur Hälfte, entweder um seinen Rivalen schärfer in den Blick zu nehmen oder, so könnte man es auch erklären, einfach um weniger zu sehen von der unausweichlichen Tragödie, die über dem Stillleben seines Haussegens schwebte. Eine Stunde später veranlasste das milde Sonnenwetter sie zu einem Spaziergang durch ihren Garten. Hör doch nur. Ich höre. Lass uns zusammen hören. Bist du jetzt glücklich? Und du, Boris? Warum gibst du es nicht zu? Nun ist unsere Familie vollständig. Nicht vollkommen, aber vollständig. Vielleicht sogar vollkommen. Ich kann es sehen. Zum ersten Mal sehe ich es in deinen Augen. Auch du kannst glücklich sein. Oksana, bitte. Glücklich. Schon das Wort regt mich auf. Ich habe ironisch gesprochen. Ich mag das Wort glücklich nicht. Nichts und niemand ist glücklich auf dieser Welt. Wie sollte das auch sein? Die Welt ist ein Krankenhaus, ein Spital, eine Notaufnahme und im besten Fall ein Rehabilitationszentrum, ein Sanatorium, ein Altersheim. Glück ist eine Wahnform, eine Geisteskrankheit. Günstigerweise aber heilbar. Das reicht. Genug. Du bist glücklich. Hörst du? Du bist verdammt noch mal glücklich. Jetzt, du Ungeheuer. Und damit hat sich's. Schluss, aus. Ja, nur natürlich, Schätzchen, ja. Wenn du darauf bestehst, natürlich bin ich glücklich. Das sieht man doch. Du kannst es nur nicht zugeben, weil du die Wahrheit nicht ertragen kannst. Du musst immerzu lügen. Lügen aus Prinzip. Ich sehe doch, wie gut du dich fühlst. Aber so etwas Einfaches kannst du nicht zugeben. Ich kenne deinen Sadismus. Du hast mich die ganzen Monate damit gequält. Nein, nein, nein. Hunde schleppen Bakterien an, Hunde bringen Infektionen ins Haus, Hunde riechen, Hunde sind schmutzig, Hunde sind Sklaven. Nein, Hunde sind Tyrannen. Hunde sind dies, Hunde sind das. Oh. Und nun sieh dir dieses entzückende Wesen an, wie es den Schmetterlingen nachjagt. Da hast du das vollkommene Glück direkt vor deinen Augen. Und bestreitest einfach, dass es das gibt. Die alte russische Judenseele wieder am Stöhnen. Ja, und was ist mit deiner polnischen Beamten- und Herrenseele, eingezwängt ins Korsett einer enttäuschten alten Jungfer? Du hast viel mehr Grund zum Weinen als ich. Aber bei dir geht das gegen dein Prinzip. Hoheit weinen und scherzen nicht. Warum sagst du nicht mal ein oder zwei Worte zu unserem kleinen Josh Brown? Es wird dir schon nicht wehtun. Er gehört ja auch dir. Alles, was mein ist, gehört auch dir. Natürlich. Es tut mir leid, Oksana, aber ich spreche nun einmal nicht mit Hunden. Tut mir leid, Oksana, aber ich spreche nun einmal nicht mit Hunden. Was ist los mit dir, Boris? Sei doch einfach normal. Sag einfach irgendwas Nettes zu ihm. Sag einfach Hallo. Oksana, ich wünsche dies jetzt nicht fortzusetzen. Ich wünsche dies jetzt nicht fortzusetzen. Seine Exzellenz haben gesprochen. Um Gottes Willen, Boris, benimm dich wie ein normaler Mensch und sag ein paar nette Worte zu diesem kleinen Hund. Nur einfach ein paar Worte, damit er deine Stimme erkennen lernt. Oksana, wenn ich dir mitteile, dass dieser normale Mensch hier sich nicht mit Tieren zu unterhalten wünscht, dann wirst du dich damit abfinden müssen. Du kannst mich nicht dazu bringen, mit einem Hund zu reden. Oksana, das sollte genügen. Nicht mal ein kleines Hallo? Nicht einmal ein kleines Hallo. Wechseln wir das Thema. Eines Tages wird es dir leid tun. Ende der Konversation. Ich weiß, du wirst es bedauern. Warum sollte ich meine Entscheidung bedauern? Oh, was bist du doch für ein Narr, Boris. Verstehst du denn nicht? In ein oder zwei Jahren wird dieser kleine Welpe ein ausgewachsener Hund sein. Dann ist er nicht mehr so niedlich. Und du selber wirst dann älter sein und abgeklärter. Und vermutlich gar nicht mehr aufhören können, mit dem Hund zu reden. Ich sehe deinen Typ nicht zum ersten Mal. Später wird's dir leid tun.
Auch er wird älter sein. Und nicht mehr so lustig, niedlich, wie es jetzt ist. Oksana, was soll ich deiner Meinung nach eigentlich tun? Die Leute zum Spielen anhalten, wenn ihnen gar nicht nach Spielen ist? Ihnen einreden, sie wären glücklich, wenn sie es gar nicht sind? Es ist dein Hund, vergiss das nicht. Er ist kein Kind, sondern ein Tier. Was meinst du, was ich tun soll? Mit ihm zum Jahrmarkt gehen, mit ihm im Sandkasten spielen, ihm einen Geigenlehrer besorgen, ihm Lesen und Schreiben beibringen? Auf dem Jahrmarkt würde es ihm bestimmt gefallen. Der Sandkasten kommt natürlich nicht in Frage. Obwohl, eines Tages könnten wir ihn mit zum Strand nehmen. Ach, das fände er sicher schön. Hm. Der Geigenunterricht ist einer von deinen typischen schlechten Polackenwitzen. Aber Lesen und Schreiben lernen, das ist gar nicht so verrückt, wie es klingt. In Russland haben sie viele Experimente gemacht, Hunden das Lesen und Schreiben beizubringen. Nicht weit von da, wo wir gewohnt haben, war eine Armeekaserne, vielleicht zu 100 Meilen entfernt, mehr nicht. Und da brachten ein paar Mitglieder unseres Kollektivs immer unsere Hunde hin, dass sie lesen lernten. Einfache Sätze wie Lauf nach Hause oder Hol Hilfe, die konnten sie ihnen da beibringen. Wenn man die mit großen, eckigen Buchstaben in den Schnee schrieb, dann konnten sie die lesen. Ihnen das Schreiben beizubringen, war aber nicht so leicht. Also das gebe ich zu. Worauf ich wette. Oksana, wäre es denn tatsächlich dein Wunsch, dass ich ihm Lesen und Schreiben beibringe? Fragst du das im Ernst? In vollem Ernst. Willst du, dass er lesen und schreiben kann? Vielleicht finde ich ja jemanden hier in England, der bereit ist, ihn in Algebra zu unterrichten. Wir werden ihm einen Privatlehrer nehmen, wenn es keine Schule gibt. Oh, Boris. Nein, nein, ich glaube dir nicht. Weißt du überhaupt, was es für mich bedeuten würde, wenn ich ihn mit dir teilen könnte? Ich habe immer gesagt, dass ich dich mit niemandem teilen kann. Boris, komm, Boris, sieh mir in die Augen. Bist du wirklich dabei, deine Ansicht zu ändern? Hm? Ich habe sie vermutlich schon geändert. Und zwar viel rascher, als ich selber dachte. Oh, Boris, Schätzchen. Du weißt vielleicht nicht, wie du selber glücklich sein kannst, aber wie du mich glücklich machst, das weißt du. Wenn du sagst. Ja, das sage ich. Das sage ich. Ja, das genügt. Komm, wir besuchen Emanuel und sehen, ob er Fortschritte gemacht hat oder ob uns für ein weiteres Jahrhundert der alte Schlamassel bevorsteht. Nur noch schlimmer. Geh du nach ihm sehen. Ich will unserem kleinen Buben ein schönes, warmes Bad machen. Schau nur, wie schmutzig er ist. Oh, du schlimmer kleiner Dreckspatz, du. Du unartiges kleines Ding. Komm her. Oksana, bitte nicht aufs Maul. Du hast es versprochen. Oh, das tut mir leid. Oh, und natürlich, das hatte ich vergessen. Ich hatte es ja versprochen. Ich werde es nicht wieder tun. Wir haben ein sehr ernstes Problem. Das steht außer Zweifel. Wir brauchen eine Autorität mit genügend persönlichem Charisma, um die Leute zu korrektem und richtigem Handeln anzuhalten. Einen Meister, dessen Wort ihnen Befehl ist. Einen Führer, der ohne Gewalt regiert. Der bloße Anblick seiner Faust sollte Furcht und Zittern hervorrufen. Sein Regiment sei ruhig, entspannt und sanftmütig, ohne deshalb aber weichlich zu sein. Er kann auch Strenge zeigen und das Gesicht eines, mit dem nicht zu spaßen ist. Wenn Sie meine Züge hier sorgfältig studieren, werden Sie bemerken, dass ich selber eminent geeignet bin für diese Rolle. Nicht, weil Fernand Musa, der Türke, es mir gesagt hat und er hat mir die Wahrheit gesagt. Aber vermutlich bin ich die Reinkarnation einer großen Anzahl geheimer Weltführer. Ich bin der Avatar. Ich bin der Matreya. Ich bin der Messias. Ich bin von Gott gesandt. Halt, halt. Passen Sie auf, dass Ihnen die Gäulen nicht durchgehen, Mr. Elimfinger. Nicht so hastig. Sie können nicht beides sein. Wenn Sie der Erlöser der Welt sind, können Sie nicht Jude bleiben. Wer sagt, dass ich es nicht kann? Wenn ich all die anderen Dinge tun kann, das Universum regieren und Ordnung in das Schlamassel bringen, dann wollen Sie sagen, ich kann nicht auch Jude sein? Hast du das gehört, Boris? Das ist eine Type. Soll ich es dir noch mal vorspielen? Danke. Einmal war mehr als genug. Also, das ist es, was du hier so machst. Ich wusste ja, du brütest irgendeinen Unfug aus. Aber ich gebe zu, dass meine Fantasie immer beschränkter war als deine. Da bist du also inzwischen angekommen. Ich dachte, du arbeitest an einer Erlösungsmaschine und als nächstes bist du der Erlöser selber. Was allerdings vorauszusehen war.
Ich hab's noch nicht gleich begriffen. Aber das bin doch nicht ich, Boris. Das ist Elim Finger. Mhm. Dein Freund, dein Bote, dein Mann, der mich aus meinem Höllenloch befreit hat. Ich habe Australia immer noch nicht meine Schulden bezahlt. Erinnere mich daran. Sollte hier auf der Stelle einen Scheck schicken. Also, nicht ich bin das, sondern Finger denkt, er ist der Messias. Er ist, wie du hören kannst, total ausgerastet. Hör dir das an? Habe ich gestern Abend von ihm aufgenommen. Und dies hat zum Zeichen. Ich, Elim Finger, glaube mit vollkommener Zuversicht an den Gott der Wahrheit, den Gott Israels, der da wohnt in der Höhe und in vollkommener Herrlichkeit. Und ich glaube an die Herrlichkeit Israels in den drei Artikeln des Glaubens, welche da eines sind. Und bekenne, dass ich, Elim Finger, der wahre König und Messias bin und bin gekommen zu einen und zu regieren alles, was da lebt unter der Sonne, mit Weisheit und Barmherzigkeit, mit Gleichmut und Gerechtigkeit und mit Vernunft und Liebe. Hast du das gehört? Was für ein Irrer. Aus Buzkash. Die sind alle so in Buzkash. Was auch dich betrifft, Manni, falls du das vergessen haben solltest. Halt bloß diese Aufnahme unter Verschluss. Wenn andere, nicht so freundliche Leute das hören, dies Stückchen von der Herrlichkeit Israels, zusammen mit dem, was gerade im Mittleren Osten läuft, also da kannst du dich auf was gefasst machen. Er spricht vom mystischen Israel, nicht von dem Land. Das wird nicht jeder genügend fein unterscheiden. Also jedenfalls Schluss damit. Manni, es war sehr interessant, wirklich. Ob du nun dein jüdisches Problem mit der Welt hast oder dein nicht-jüdisches Problem mit der Welt, du hast jedenfalls ein Problem mit der Welt. Während ich nur ein lokales habe, nämlich mein Eskimo-Problem, direkt hier zu Hause. Gib mir einen gesunden Rat. Was soll ich machen? Ich hasse sie, ich hasse den Hund und ich hasse mich selber. Fragen wir doch Finger. Er weiß mehr als ich. Nein. Ich frage dich. Dein Computerquatsch brauche ich nicht. Lass mich's ohne Umschweife aus deinem Mund hören. Elim Finger, was soll Boris tun? Er hasst seine Frau, er hasst ihren Hund, er würde vermutlich auch seine Kinder hassen, wenn er welche hätte. Und er hasst sich selbst. Und nach allem, was Sie mir in letzter Zeit erzählt haben, könnte er imstande sein, sich umzubringen. Nein. Oder Sie, oder, hör auf, oder Sie beide, oder uns allesamt. Hier sprechen Sie mit ihm, er ist hier bei mir. Manni, bitte hör auf damit. Hör genau zu. Ich weiß wohl, du denkst, dass ich das bin, aber das ist ein Irrtum. Wir klingen uns nur ähnlich, aber wir sind nicht dasselbe. Genauso wie du und ich. Wir sind verschieden. Von denselben Eltern zwar, aber total verschieden. Manni, sie will, dass ich dem Kelef, einem Hund, Lesen und Schreiben beibringe. Sie ist wirklich krank. So krank, wie du kürzlich gesagt hast. Eine manisch-depressive, schizophrene Psychotikerin. Aber was nun? Ich aber will trachten, den Papst zu bekehren und den Dalai Lama, den amerikanischen Präsidenten und den japanischen Kaiser und andere erwählte Führer der Welt. Ich will, dass sie sich abwenden von ihrem Heidentum und sich bekehren zum wahren Glauben. Was sollen wir mit Boris machen, Euer Majestät, Fürst dieser Welt? Euer Glaube mag wanken, geliebte Brüder. Er redet ja wie ein Pfaffe. Doch ich habe die Antworten. Stellt nur eure Fragen, aber stellt sie ordentlich und klar. Was sollen wir machen mit Boris und seinem Hass auf Haustiere und Frauen und Männer? Kann ich's noch klarer sagen? Er ist mein Bruder und ich liebe ihn. Was sollen wir tun mit ihm? Wie können wir ihm helfen? Sag ihm, er tue, was da getan werden muss. Wenn er es aber getan hat, so komme er zu. Dreh doch das verdammte Ding ab! Siehst du das denn nicht? Das ganze Haus fliegt uns ja gleich in die Luft. Wo kommt denn der Rauch daher? Nur hab keine Angst, fürchte nichts. Er ist nicht der Finger Gottes. Lügner, Heuchler, Betrüger.
Du bist kein Messias. Du bist ein Abfallprodukt meiner Fantasie. Ich habe dich erfunden. Er ist nur eine Type, Boris. Ein etwas schwieriger Kunde. Ich schlage vor, wir gehen ein bisschen an die frische Luft, ja? Gib mir noch ein paar Monate, Boris, und wir haben den Durchbruch, wo plötzlich alles klar wird. Außer der Störung, die ich diesem Verrückten da, diesem Elim Finger verdanke, geht alles glatt. Alle Schalter stehen auf Start, wie man im Raumfahrtzentrum in Florida sagt. Boris, wie mir langsam aufgeht, muss nicht unbedingt jeder wissen, dass ich es bin, der die Angelegenheiten der ganzen Welt regelt, hier von dem kleinen, so bescheiden wirkenden Gartenschuppen aus, im Nordwesten von London. Meinst du nicht auch? Das ist ein sehr kluger Gedanke von dir. Du siehst offenbar wirklich Licht. Du arbeitest in aller Ruhe weiter und kein Mensch braucht zu wissen, was du machst und warum. Aber was soll ich nur machen? Soll ich hier einfach ein anderes Haus suchen und sie bitten, umzuziehen? Wie lange soll ich das noch ertragen? Was denn ertragen? Hast du nicht gesagt, ich ersticke, also bin ich? Ich habe es selber gehört. Also los, dann ertrag's doch. Und zwischendurch liebst du dich mit ihr. Wie oft eigentlich? 6 oder 8 Mal? Plus 12 Mal zwischen Mitternacht und Frühstück. Das ist alles? Nun, wenn sie auszieht oder du tust es, wird es euch erheblich mehr Zeit kosten, zusammenzukommen. Bedenke auch das mal. Aber begreifst du nicht, warum ich es so oft tun muss? Weil ich immer wieder versuchen muss, nicht allein bei ihr zu sein. Wenigstens einmal. Wieso? Kommt der Kelef mit zu ihr ins Bett? Ach, das ist es nicht. Ich wollte, er hätte es einmal getan. Dann hätte ich ihn erwürgen können. Nein, sie hält ihn mir aus den Augen. Aber jetzt sind es nicht mehr wir beide, die sich lieben, sondern bloß noch einer, nämlich ich. Sie ist nicht mehr da. Sie hat mich verlassen. Also, dass sie dir nicht mehr in die Augen schaut wie früher, das heißt doch nicht, dass sie dich verlassen hat. Es gibt Liebesleute, die sich noch nie in die Gesichter gesehen haben. Sie maskieren sich oder sie drehen sich zur Wand. All das ist eine andere Geschichte, nicht meine. Mich hat die Liebe verlassen. Ich fühle das. Im Fleische ist sie noch da, aber ihr Geist ist anderswo. Wir sind nicht mehr zusammen, wenn wir uns nahe sind. Na und? Tausende von Ehen gehen täglich in die Pinsen. Du machst dich selber krank. Um nichts und wieder nichts. Hör dir das an. Und hier die letzten Meldungen. Ein Erdbeben der Stärke 8,6 auf der Richterskala hat heute Morgen die Stadt Caracas erschüttert. Nach ersten, noch unbestätigten Berichten beläuft sich die Zahl der Opfer auf 800.000 Tote und 500.000 Verletzte. Man wird eine Menge Ärzte brauchen in Caracas, denke ich. Ach, ich habe genug von deiner blödsinnigen Liebesaffäre. Eifersüchtig wegen einem Hund. Was kommt als nächstes noch? Ich habe 400.000 obdachlose und verhungernde Menschen in Nordostafrika. 1 Million Flüchtlinge aus Bangladesch. Ungezählte Millionen Kranke und Arme, die Hilfe brauchen. Tut mir leid, Boris. Ich muss an die Arbeit. Ich habe keine Zeit für deine Romanze. Sieh zu, wie du selber damit fertig wirst. Ich halte es nicht mehr aus, dich reden zu hören. Und du hältst meine Reden nicht mehr aus. Gut. Ich werde selber damit fertig. Schäle dich zum Teufel. Ich wollte, du gingst zurück in dein Höllenloch. Was für ein Fehler, dich herüber zu bitten. Allein komme ich besser zu reden. Ich werde abreißen, wenn ich fertig bin und keinen Augenblick früher. Merkt ihr das? Nach diesem Ausbruch gingen sie sich 2 volle Wochen lang aus dem Wege. Emanuel aß auswärts im Restaurant und wenn er nach Hause kam, legte er sich auf der Couch in seinem Laboratorium schlafen und dachte nicht daran, ins Haus hinüberzugehen, ob die Familie noch auf war und wenigstens gute Nacht zu sagen. Und umgekehrt war es genauso. Weder Boris noch Oksana noch Josh Brown statteten ihm einen Besuch ab und, so absurd es ist, passiert dergleichen in einer Entfernung von weniger als 50 Metern, sie bekamen einander nie mehr zu Gesicht, als lebten sie in 2 verschiedenen Welten, was natürlich auch der Fall war.
Emanuel war, wie gewöhnlich um diese Tageszeit, kurz vor dem Lunch, gerade eifrig damit beschäftigt, die Tonnage an Rohstoffen aufzuaddieren, die er brauchte, um Somalia in die Schweiz von Ostafrika zu verwandeln, als Oksanas hysterische Stimme sowie ihr Hämmern an der Tür ihn zwangen, seine Bemühungen zu unterbrechen. Bist du? Wo bist Manuel? Hast du den Schuss gehört? Manuel, das Ungeheuer hat ihn umgebracht. Ich war nach oben ins Schlafzimmer gegangen, um mich umzuziehen, mich fertig zu machen für einen Spaziergang mit Josh. Manuel! Bei all den Nachrichten und Mitteilungen, die hier da und einlaufen, habe ich nicht das Mindeste hören können. Ruf die Polizei! Er ist da gestanden mit der Pistole wie ein Zombie! Was? Boris! Boris, wo bist du? Rufst du nach mir? Ich bin hier. Ja, komm, gib mir den Revolver. Brauche ich nicht mehr. Nimm ihn, hier. Was hast du getan, Boris? Was fragst du mich? Geh doch. Sieh selbst. Erzähl mir, was passiert ist. Hier. Lies selbst. Lies das. Nein, ich lese es dir vor. Es ist an mich adressiert. Ich kann seine Handschrift lesen. Sehr geehrter Herr Dr. Borowski, leider kann der Schreiber dieses, ein armer Hund, Sie nicht in die Schranken fordern, jedenfalls nicht auf dieser Welt. Vier Beine sind mein Handicap und Gott hat mir keine zwei Hände gegeben, mit denen ich sie hätte erwürgen können oder erschießen, wie ich es vor einiger Zeit gewiss getan hätte. Sie wissen warum. Für den Fall, dass Sie noch Zweifel hegen, darf ich mich klar ausdrücken. Ich liebe Ihre Frau. Sie ist mein Ein und Alles und ich habe nicht die Absicht, sie mit Ihnen zu teilen. Nur wenn wir, Sie und ich, allein sind, vertraut sie mir an, wie sehr sie mich liebt. Und ich fühle es, sie liebt mich wirklich. Sie sagt mir alles, sie hat keine Geheimnisse vor mir. Sie erzählt mir, wie sehr es sie danach verlangt, mich in ihren Armen zu halten, während sie in den ihren liegt. Wenn sie ihnen das Weiße in ihren Augen zeigt, als sei sie von Leidenschaft überwältigt, ruht ihr Blick doch in Wirklichkeit auf mir. Wenn sie küssen, spürt sie meine Zunge und meinen Speichel. Also das ist wirklich ekelhaft. Genug, Boris, genug. Ich kann nicht mehr davon ertragen. Ja, finde dich lieber damit ab. Ich bin ein Mörder. Ja, aber wenn ihr es bis zu Ende gehört habt, dann werdet ihr sehen, dass ich keine Wahl hatte. Nicht die geringste. Boris, bist du wirklich überzeugt, das hat dein Hund geschrieben? Aber wer, wenn nicht dein Hund, könnte wohl so einen Brief schreiben? Ich habe bestimmt keine Zeit für so eine Verrücktheit. Hier, hör dir das bloß mal an. Gott hat uns nicht mit Händen ausgerüstet, doch dafür gab er uns Nasen, größer als die der Menschen. Ich kann ihre Gedanken mit meiner Nase lesen. Ich spüre, dass sie mich hinauswerfen, mich loswerden wollen. Ich spüre ihren Hass auf mich und deshalb habe ich einen Wunsch und nur diesen einzigen Wunsch, meinen ersten und letzten. Bitte vertreiben Sie mich nicht, lieber töten Sie mich. Ja, töten Sie mich stattdessen. Lieber möchte ich nicht mehr leben, als von der Frau getrennt zu sein, die ich liebe. Verstehen Sie das? Ich kann nicht ohne sie sein, ich will es auch nicht. Und uns beiden ist sie nicht gewachsen. Sie ist ihre Frau, das weiß ich, aber sie gehört auch mir. Sie ist ein schwaches, ein zartes, ein wundervolles Geschöpf. Sie nennen sie eine Dämonin, sie ist keine Dämonin. Sie ist ein Engel, ein einsamer Baum, den man in fremden Boden verpflanzt hat und der keine einzige Frucht trägt. Ich bin alles, was sie hat, und ich liebe sie und werde sie immer lieben, und ich habe Angst davor, sie allein zu lassen und von ihr allein gelassen zu werden. Daher bitte ich Sie, befreien Sie mich von meiner Angst. Es ist der einzige Gefallen, um den ich Sie ersuche, Ihr Ergebener, Josh Braun. Der Lumpenhund, Patschagriff. Da seht ihr, was er angerichtet hat. Hier, lest es selbst, alles schwarz auf weiß. Soll man das für möglich halten? Er hat selber darum gebeten und schriftlich. Ich habe ihm Lesen und Schreiben beigebracht, wie ich es versprochen hatte. Sie wollte ja unbedingt, dass er Lesen und Schreiben lernt. Gib's zu. Ja. Ich hab's getan.
Ich habe ihn getötet. Gebt ja nicht mir die Schuld. Ich wollte ihm noch eine letzte Chance lassen. Hier, das habe ich ihm geschrieben. Du hast bis Donnerstag Zeit, danach bist du ein toter Hund und wir sind dich los. Fahr zur Hölle. Ja, da ich ihm das schriftlich gegeben habe, könnt ihr nicht sagen, er hätte nicht gewusst, was ihn erwartet. Er wusste genau, was auf ihn zukam. Jeder Hund hat seine Stunde. Du hättest dich nicht deutlicher ausdrücken können. Offen gestanden war ich drauf und dran, mich anders zu entschließen. Im letzten Augenblick ging mir auf, wie zart und zerbrechlich alles menschliche Leben ist. Ist es meine Schuld, dass er den Tod gewählt hat? Könnt ihr mir übel nehmen, dass ich das Leben wählte? Du gehst am besten für eine Weile nach Virginia Waters. Geh gleich, bevor sie dich ins Gefängnis werfen. Ach, du armer, armer Mann. Als sie ihn holen kamen und ihn aufforderten... Packen Sie Ihre Sachen. Sie werden eine ganze Weile nicht nach Hause kommen. Da tat er widerstandslos, wie ihm geheißen, und stieg in die Ambulanz. Auch als sie ihm in der Aufnahme alle seine persönliche Habe abnahmen, beklagte er sich nicht. Es war ihm sogar gleichgültig, wo er schlief. In einer geräuschvollen Abteilung, in einer kalten und einsamen Zelle. Er fühlte nichts. Keine Reue und keinen Antrieb, etwas zu leugnen. Wenn Sie Beweismaterial brauchen, kann ich Ihnen unseren Briefwechsel zeigen. Unser Briefwechsel erzählt, wer die ganze Schuld trägt. Ich bin so unschuldig wie irgendein Tier. Nicht mehr und nicht weniger. Glaubt mir das. Kurz danach entschloss sich Emanuel, zurück auf die Caymans zu gehen, zu seiner geliebten Australia Malone. Von dort schrieb er einen kurzen Brief an seinen Bruder. Das war eine Heimkehr, mein liebster Boris. Australia holt ihre ganze Familie zusammen, sämtliche 27 Mitglieder. Und das Trinken, Essen und Feiern ging bis zum anderen Morgen. Wie ich diese Menschen hier liebe. Ich kann es nicht beschreiben und kann auch nicht erklären, warum. Ich kann nur raten. Und was ich rate, ist dies. Sie sind vollkommen fremd gegenüber mir und meiner Vergangenheit. Ob du wohl verstehen kannst, wie herrlich es ist, mit Menschen zu reden, die noch nie etwas von Polen und Deutschland gehört haben. Von Völkermord und Holocaust, von Auschwitz und Hiroshima, vom traditionellen Antisemitismus der Rechten und vom modernen der Linken. All das existiert für sie höchstens in Büchern. Aber Bücher lesen sie hier natürlich nicht. Und alles, was sie im Fernsehen vorgesetzt bekommen, ist Fußball. Die Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf, Sesamstraße und Dallas. Erlösungen und Erlösungsmaschinen kommen mir jetzt auf einmal ganz unnötig vor. Wenn nicht regelrecht überflüssig. Das Letzte, was wir von Oksana wissen, lässt sich am besten in ihren eigenen Worten zusammenfassen. Aus einem Brief, den sie an Emanuel schrieb. Mach dir seinetwegen keinen Kummer, Manuel. Er bekommt nur, was er verdient. Er ist wirklich krank im Kopf, mein guter Doktor. Und ich bin froh, ihn gut und sicher aufgehoben zu wissen. Wenn er herauskommt, wird er aber nie wieder derselbe sein. Im Liegestuhl liegen, Bücher und Zeitungen lesen, sich zwischendurch mit Oksana lieben, all das ist nun vorbei. Als er den armen kleinen Josh umbrachte, hat dein armer Bruder Selbstmord begangen. Sein Körper bewegt sich noch, aber seine Seele hat er ermordet. Ja, seine Seele. Seine Seele und meine Liebe sind dasselbe. Ein bisschen von dieser Liebe hatte ich einer süßen kleinen Kreatur geschenkt. Er brachte sie um. Und darum muss auch seine Seele jetzt tot sein. Sieh ihm nur einmal in die Augen. Sie sind ohne Leben. Tot. Das ist kein glückliches Ende für eine schöne Liebesgeschichte, aber Liebesgeschichten enden manchmal so.
Sie hörten Der Erfinder, ein Hörspiel von Jakob Lind aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Die Rollen und ihre Darsteller waren Erzähler Wolfgang Reichmann, Australia Malone Mechthild Grossmann, Emanuel Borowski Thomas Holzmann, Elim Finger Hans Wüprächtiger, Boris Borowski Martin Benrath, Gregor Edelweiß Ernst August Schippmann, Oksana Lieblich Rita Russek, Nachrichtensprecher Andreas Fischer.